Der Barcellona ist die größte Segelregatta der Welt und da fahren wir jetzt hin. Wir fahren auf einem italienischen Boot, ja, mit lauter italienischen Profiseglern drauf. Die einzigen zwei Ausländer sind wir zwar. Sind das wirklich Profisegler? Ich glaube schon, aber das werden wir rausfinden. Spätestens morgen, wenn wir drauf sitzen und trainieren. Wie hat der Dude geheißen, den du kennst am Boot? Eduardo Bianchi. Der weiße Eduard. Gegen den bin ich schon im Tornado gesegelt. Okay. Inzwischen ist er ein sehr erfolgreicher Bootsbauer und arbeitet mit America's Cup Teams zusammen. Mhm. Und er ist einer der Primer auf diesem Boot. Und momentan die einzige Person, die wir drauf kennen. Wir treffen die Crew der Pegaso erst am späten Abend im Hafen von Triest. Der Bootseigner Massimo Boccolini unterrichtet Tom über einige Schwierigkeiten mit dem Boot. Und sehr bald wird also klar, dass hier noch einiges zu tun ist, bevor man in zwei Tagen an den Start der weltweit größten Segelregatta geht. Toms Herausforderung besteht also darin, eine italienische Crew zu führen, ein ihm unvertrautes Boot mit einigen technischen Problemen rechtzeitig startklar zu bekommen und eine Top-Platzierung zu erreichen. Das Briefing dafür dauert bis spät in die Nacht. Die Straßen der schönen Hafenstadt Triest sind bereits ab Vormittag überfüllt, denn viele Touristen wollen sich dieses Spektakel ansehen. Währenddessen laufen die Vorbereitungen auf der Pegaso bereits seit Stunden. Und diesmal mit mehr Zuversicht als am Vortag. Der Tag hält für die Crew aber eine unangenehme Überraschung bereit. Der Bugmann fällt plötzlich aus. Und so muss Ersatz für diese wichtige Schlüsselposition gefunden werden. Glücklicherweise dauert das nicht lang, denn viele wollen bei dieser Prestige-Regatta mitfahren. Leihskipper Tom hält noch eine letzte Abschlussbesprechung, bevor er sich mit der neu zusammengestellten Crew aufs Wasser wagt. Und dann geht es los. Die Kulisse ist atemberaubend. Große Yachten, kleine Segelboote. Es gibt hier alles. Und Wind und Wetter könnten nicht besser sein. Als wir gerade Fahrt aufnehmen, stottert das Getriebe. Zum Segeln nicht so wichtig, um in einen stark frequentierten Hafen zurückzukommen, aber mehr als notwendig. Es heißt also, zurück. Und wir brauchen Hilfe von der Küstenwache. Während wir machtlos zu unserem Hafenplatz zurückgezogen werden, liegt unser Auftritt, naja, ich würde mal sagen, schüchtern. Wir haben dann einen Maschinenfehler melden müssen bei der Küstenwache hier, weil wenn die Maschine ganz ausgefallen wäre, dann hätten wir ein großes Problem gehabt. Und deshalb sind Polizisten auf den Jetskis hergekommen, haben uns quasi rein patrouilliert. Letztendlich habe ich es geschafft, das Boot wieder heil anzulegen. Aber es ist natürlich eine ziemliche Enttäuschung, dass wir einen Tag vor der Barcellona so ein Problem haben und nicht einmal trainieren können. Wir sind natürlich total unvorbereitet, also ein Tag ist schon sehr wenig. Aber kein Tag ist natürlich ganz schlecht. Wir sind eine bunt zusammengemischte Crew. Es sind Leute drauf, die teilweise das erste Mal auf dem Boot sind. Und ja, von dem her kann es spannend werden, wenn wir gegen über 2200 Booten starten. Noch dazu, wenn wir hier schon an den Start gehen, dann wollen wir natürlich vorne mitfahren. Von dem her wird es noch schwerer für uns kommen. Ja, man sieht, so richtig luxuriös ist das hier nicht, aber es genügt.
dem her, es ist alles auf Performance ausgerichtet. Wir verlassen den Hafen bereits am frühen Morgen. Heute ist der Tag des Rennens. Der Tag der Wahrheit. Die Anspannung an Bord ist deutlich zu spüren. Und irgendwie ahnen alle, dass andere Boote um uns besser vorbereitet sind. Die ersten Anläufe bewältigen wir gut. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also in Position bringen, die Segel setzen und endlich das dichte Bootsfeld hinter uns lassen. In einer guten Ausgangsposition und bei starkem Wind reißt uns wenige Minuten vor Start das vordere Segel. Das Rennen ist für uns vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat, denn das Getriebe und die Verstellung des Kiels funktionieren plötzlich nicht mehr. Die Crew ist fassungslos. 5 Minuten vorm Startschuss diese schwere Entscheidung treffen zu müssen, auch für die anderen Teammitglieder, ist natürlich beinhart. Und dann siehst du, wie bei wirklich den schönsten Segelbedingungen, es war warm, es war echt guter Wind, du siehst dann die ganzen über 2000 Boote vor dir wegstarten und eigentlich müsstest du dort sein und eigentlich müsstest du ganz vorne mitfighten und dann stehst du nur da hinter der Linie mit all diesen Problemen. Natürlich war keiner happy und natürlich war die Enttäuschung sehr groß. Letztendlich habe ich gemeinsam mit dem Eigner entschieden, weil als Skipper trage ich auch so ein bisschen die Verantwortung für das Material und für das Team und gesagt, okay, wir können vielleicht irgendwie mitfahren, vielleicht kommen wir irgendwie ins Ziel, aber das Risiko, noch mehr kaputt zu machen, ist zu groß und wir sind nicht angetreten, um irgendwie ins Ziel zu kommen, sondern eigentlich ist dieses Team gemeinsam mit mir angetreten, um ganz vorne ins Ziel zu kommen. Ja, es ist wahnsinnig hart, wenn du quasi mit so einem Top-Racer abgeschleppt werden musst, noch dazu parallel zu denen fährst, die gerade ins Ziel kommen. Und doppelt bitter ist natürlich zuzusehen, wie die Konkurrenz vorne feiert. Und es waren wirklich abertausende Leute heute im Hafen, das glaubt man gar nicht. Wie sehr der Segelsport dieses Publikum hier anzieht, das waren wirklich tausende von Leuten da und dann die Vorderen werden gefeiert und eben tut es leid, dass du von der Küstenwache da reingebracht wirst. Das ist natürlich doppelt bitter. Über 2300 Boote nahmen an der Bakulane teil. Eine Rekordzahl. Wir waren heuer leider nicht dabei. Aber die Crew verspricht uns nächstes Jahr einzuladen, teilzunehmen und sich dann im Podest zu platzieren. Dir gefallen unsere Videos und du möchtest sie mal als erstes sehen? Dann abonniere uns auf YouTube, Facebook und Instagram unter Candidate Sailing Team.